Ingeborg Tistle aus Köln. Ach, so sieht die aus. Ja, genau. Das ist ein Foto. Ja. Bathed in Light 1 und 2. Das heißt so viel wie gebadet in Licht oder Licht durchflutet. Öl auf Leinwand, Spachtelmasse, Papier, Textilien, Muschelsand. Das erste Bild, ästhetische Abstraktion, Fließen der Farben, Lichtpunkte. Das zweite, Transparenz durch Verdünnung, laufen lassen, Übermalung in den Grundtönen, perspektivisch. Dann geht es weiter, so viel Freude, so viel Leid, 1 und 2. Öl auf Leinwand, Mixed Media, in diesem Fall Tusche, Plastik, Haare, Sand und Muscheln. Die Materialien werden auf der Leinwand zusammengefügt und bekommen eine neue Wertigkeit. Durch farbige Betonung zeigen sie Emotionalität. Dann können wir ein Stückchen weiter.